Tag 5 der Kieler Woche war der Tag der Medaillen. Die deutsche Segelnationalmannschaft hat zum Abschluss der olympischen und paralympischen Wettbewerbe 4 Titel geholt. 34 Segler wurden geehrt und erlebten das Treppchen auf der Audibühne in Schicksee. Wer hier oben steht, hat das Wimbledon des Segels gewonnen und ist zumindest im Segelsport unsterblich. Die Medal Races waren extrem spektakulär. Bei bis zu 20 Knoten gewannen bei den Nacra 17 Paul Kohlhoff und Carolina Werner. Bei den Lasern siegte Tobi Schadewald sehr souverän. Im 49er gewann Justus Schmidt hauchdünn vor Erik Heil. Und bei den 49er FX siegte erwartungsgemäß die Holländerin Annemieke Bekering vor 3 deutschen Booten. Und zum Schluss, hol mich aufs Meer, ich bin ein Promi. Der Ultra Cup holte Magdalena Neuner, Maria Hüffel-Riesch und Mirja Dumont raus auf die Förde. Und alle waren ziemlich überrascht, wie heftig Segeln auf unserer kleinen Ostsee sein kann. Riesen Respekt und ich würde mich freuen, wenn ich es irgendwann mal wieder machen dürfte. Es hat richtig Spaß gemacht.